Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Ich sitze hier gerade mit einem Bruder in Köln-Kalk. Seht ihr das? Wie wunderbar das hier ist. Auf jeden Fall. Und wir hatten gerade ein interessantes Thema gehabt. Und es ging um die Erziehung der Kinder. Und da ging es darum, inwieweit man die Kinder auch in Sportvereine anmelden kann. Es kommt natürlich erstmal darauf an, ist diese Sportart halal in sich selber? Ja, oder gibt es bestimmte äußere Faktoren, die nicht daran erlaubt sind, wie zum Beispiel Synchronschwimmen? Ja, wenn man da jetzt in der Schwimmhose oder was weiß ich weiß nicht genau, wie man sich da kleiden muss, aber ich gehe mal davon aus, ich war noch nie Synchronschwimmer, falls es einer denken sollte. Auf jeden Fall, ja, man zeigt dann seine Aura, seine Charme, gerade für Frauen. Ja, aber da geht es zum Beispiel um Mannschaftssportarten. Ja. Inwieweit hat das einen erzieherischen Wert? Weil wir haben uns darüber unterhalten, ja, die Zeit, die man investiert für ein Kind. Zum Beispiel investiert man die Zeit für einen Islamunterricht. Ich denke, die wichtigste Erziehung für das Kind ist islamisch, ist definitiv zu Hause. Auch als Vorbild, wenn das Kind sieht, dass die Eltern beten zu der Zeit, miteinander beten, dass man auch mit 7 Jahren schon anfängt, das Gebet zu beten, geweckt wird. Dadurch pflanzt sich in das Herz des Kindes dieses Verantwortungsbewusstsein für das Gebet ein. Eine andere Sache ist, diese Vereine beispielsweise, ist das eine Sache, die förderlich ist oder nicht? Natürlich muss man immer in die spezifische Gruppe oder in die spezifischen Vereine reingucken. Ja? Manche werden sagen, ja, aber das sind Kinder, die sich schlecht benehmen und so weiter. Ich sage immer, wir haben es hier in den Schulen im Umgang sowieso mit sehr, sehr vielen, und das muss nicht unbedingt in einem Sportverein so sein. Ja? Gerade wenn man Sportvereine wählt, die viel Geld kosten, wo meistens Eltern sind, die viel Wert darauf legen, dass die Kinder gut erzogen werden, hat man dieses Problem meistens nicht. Aber in der Schule, im Umfeld ist es sowieso so, dass man oft mit Leuten zu tun hat, die schlechte Sachen machen. So, was ist die Lösung? Ist die Lösung, dass wir jemanden einsperren? Oder ist die Lösung, dass wir ihm eine bessere Alternative geben? Ja? Oder ist, und vor allen Dingen, was wir unbedingt machen müssen, ist, dass wir reden. Das ist das, was die erste Generation fast gar nicht gemacht hat. Es wurde nicht darüber geredet, dass man, weil wenn du einem nur verbietest, sobald du nicht da bist, ja, die Tür ist auf, alles klar, ich bin unterwegs, Klassenfahrt, bricht er aus. Aber wenn du jemanden überzeugst, dass etwas wirklich schlecht für ihn ist und ihm das Bewusstsein vermittelst, dass er das nicht machen soll, weil Allah ihn sieht, dann ist die Tür nicht auf. Dann ist er überzeugt. So, und was definitiv in Sportvereinen sehr, sehr gut ist, ist, dass man bestimmte Werte lernt, die auch sehr islamisch sind. Pünktlichkeit, Disziplin, bei Mannschaftssportarten zum Beispiel auch Teamgeist, das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein, wenn ich mich anstrenge, wenn ich mehr trainiere, werde ich besser. Das ist ein Bewusstsein, was in das Herz eingepflanzt wird. Und deswegen finde ich sowas sehr förderlich im Allgemeinen. Aber natürlich muss man im spezifischen Fall auch gucken, ist das geeignet, ist das nicht geeignet. Aber ich denke, dass da sehr viele gute Werte verbreitet werden. Sport hat auch nicht immer, aber sehr häufig eine gewisse Ehrlichkeit. Leistung ist Leistung. Natürlich gibt es mal hier und da einen Liebling oder ein Betrugsurteil oder was auch immer. Oder einen Schiedsrichter, der gekauft ist. Aber im Allgemeinen wird nach Leistung bewertet. Und das sind Sachen, die sich auch bei einem eingravieren. Ich muss Leistung bringen. Und eine Sache ist ganz klar. Die schlimmste Freizeitbeschäftigung, die es für Jugendliche gibt, ist rumhängen. Es gibt keine schlimmere Freizeitbeschäftigung, als rumzuhängen. Hier sieht man es auch, einige Leute habe ich eben gesehen, die rumhängen, dann sitzen sie mit ihrer Freundin, sind am Rauchen, dann kommt der Nächste an mit irgendwelchem, wahrscheinlich, hier hast du ein bisschen Haschig, hast du ein bisschen dies, hast du ein bisschen das, und so wird der Tag dann vertrödelt. Das ist das Wort zum Donnerstag, inshallah.
Macht's gut. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.